Welt halten, Mahmoud Ahmadinejad. Jahrelang haben wir uns um dieses Interview bemüht, bevor er bereit war, sich den Fragen von Klaus Kleber zu stellen. Irans Präsident konfrontiert uns unter anderem mit Aussagen, die in Deutschland strafrechtlich relevant sind. Wir dokumentieren auch Ahmadinejads Äußerungen zum Holocaust, um deutlich zu machen, mit wem es die Weltgemeinschaft da zu tun hat. Guten Tag, Herr Präsident. Wir haben uns seit 2 Jahren darum bemüht, ein Interview mit Ihnen zu bekommen. Nun ist es möglich. Warum gerade jetzt? Im Namen Gottes. Allahumma ajjal waliyyika al-faraja wal-afiyata wan-nasr waj'alna min khayr ansarihi wa awanihi wal-mustashhadin bayna yadayhi. Zunächst möchte ich alle Menschen, die dieses Gespräch hören, grüßen, das deutsche Volk und diesem Volk gute Tage und ein gutes Jahr mit Gesundheit und Erfolg haben. Ich bin sehr interessiert am Gespräch mit Medien, vor allem mit deutschen Medien. Aber die Zeit, Sie wissen ja. Ja, die Termine, die müssen festgelegt werden. Als Stadtpräsident hat man sehr viele Aufgaben zu erledigen. Aber ich bin froh, dass ich endlich diese Möglichkeit und diese Zeit habe, mit Ihnen zu sprechen. Menschen in Europa, speziell in Deutschland, schauen mit großer Spannung auf diese Region im Moment und fürchten, dass ein Krieg möglich sein könnte. میگن که مردم اروپا با توجه خاص به اوضاع منطقه نگاه میکنن و مسئله خطر جنگ رو هم مد نظر دارن. Haben Sie eine Botschaft in diesem Zusammenhang heute? آیا جناب عالی در این خصوص پیامی دارید؟ Können Sie uns sagen, Kriegsgefahr von welcher Seite und warum? Sie wissen so gut wie ich, dass Israel mit einem Angriff auf Iran droht, wenn sich die Frage des Nuklearprogramms nicht anders lösen lässt. Warum muss Israel drohen? Weil Iran bis heute sich weigert, sein Atomprogramm restlos offen zu legen. Zeigen die Zionisten Klarheit und Transparenz in ihrer Nuklearfrage? Sie haben mehr als 250 atomare Sprengköpfe. Ist das kein Problem, wenn sie so ausgestattet sind? Israel gehört nicht zum Atomwaffensperrvertrag. Es hat keine vertragliche Verpflichtung, das offen zu legen. Iran hat diese Verpflichtung. Das heißt, jeder, der nicht Mitglied von NPT-Vertrag ist, ist frei zu tun, was er will? So ist das wohl. Das heißt, wenn jemand Mitglied des NPT-Vertrags ist, darf er entrechtet werden? Und die Zionisten dürfen das Land, ein Mitgliedsland der IAEO, drohen? Wir sind prinzipiell mit der nuklearen Bombe gegen diese nuklearen Bombe. Das ist eine unmenschliche Waffe aus unserer Sicht und unmoralisch. Allerdings diejenigen, die solche Waffen haben, sind nicht in der Lage, diese Waffen einzusetzen. دوره بمب اتم با جنگ دوم جهانی در تاریخ دفع شد. Atombombe wurde mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Ende gebracht und wurde einfach begraben. خب صهیونیست ها تونستن جلوی حماس و حزب الله رو بگیرن؟ Die Zionisten gegen Hamas und Hezbollah irgendwas tun mit ihren Waffen? یا بمب اتم تونست اتحاد شوروی رو نجات بده؟ Oder konnte die Atombombe die Sowjetunion retten? یا تونسته که آمریکا رو موفق بکنه. Oder konnten die Atombomben der USA dem Land helfen? بمب اتم مال قرن گذشته است. Also das gehört zum letzten die Atombombe gehört dem letzten Jahrhundert. هر کس دنبال بمب اتم عقب افتاده است. Wer so etwas sucht ist zurückgeblieben. عقب افتاده است تاریخ. Zurückgeblieben in der Geschichte. و از انسانیت. Und in der Menschheit und in der Humanität. و از سیاست. Und in der Politik.
Aber meine Frage lautet, warum hat ein paar Zionisten das Recht, alle anderen Menschen zu drohen? Das ist meine Frage. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Zionisten über allen internationalen Regelungen und Gesetzen und Vorschriften stehen? Das heißt, ihre Rechte gegenüber dem amerikanischen Volk auch durchsetzen und mit Gewalt sogar. بعد به مردم اروپا زور بگه. Und das gleiche auch in Europa tun. به ایران زور بگه. Auch in Iran. بکشن، ترور کنن، töten, خراب کنن. Terrorisieren, zerstören. Haben Sie dieses Recht? واقعا سوال اینه چرا دولت‌های اروپایی به طور مطلق از صهیونیست حمایت کنن؟ Warum die europäischen Staaten blind die Zionisten unterstützen? Das ist die Frage. Warum muss das Kapital und das Geld der europäischen Völker für die Zionisten ausgegeben werden? Und auch dafür? Iran ist kein künstliches Land. کشور اشغال شده. Ist auch kein besetztes Land. یا یه دولت اشغالگر. Ist auch kein Besatzungsregime. ایران 7000 سال 10000 سال تاریخ. Iran hat 7000 Jahre, 10000 Jahre Geschichte. و تمدن. Und Zivilisation. یه کشور مستقله. Ist ein selbstständiges Land. توسط als ein künstliches Land. جناب عالی اسرائیل رو به عنوان یک کشور مصنوعی تلقی می‌کنید؟ قطعاً همینطوره. همه می‌دونید، همه می‌دونن. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch, das wissen auch die anderen. Wie ist dieser Staat, wie dieses Regime zustande gekommen? Das ist eine kolonialistische Planung gewesen, das weiß jeder. برآمده از یک دروغ. Entstanden durch eine Lüge. اونها هیچ وقت حاکم نبودن. Die sind niemals Herrscher dieses Landes gewesen. یه ماجرایی به نام هولوکاست درست کردن. Die haben eine Geschichte mit dem Titel Holocaust خسارتشو از جیب مردم فلسطین برداشت. Und gemacht und die Schaden, die Schäden und die Kosten dafür müssen die Palästinenser bezahlen. در حالی که ملت فلسطین هیچ نقشی نداشت. Während das palästinensische Volk überhaupt keine Rolle dabei spielte. نه در جنگ دوم جهانی. Weder beim Zweiten Weltkrieg. نه در حوادث گوناگون. Noch bei den anderen Ereignissen danach. Ist das der Grund dafür, dass Sie einmal gesagt haben, dieses Land wird von der Landkarte verschwinden? همین دلیل که جناب عالی یک بار فرمودید که این کشور باید از نقشه حذف بشه. ما میگیم که اشغالگری و جنایت باید حذف. Wir sagen, dass Besatzung und Verbrechen eingestellt werden muss und verhindert werden. دروغگویی، فریبکاری، حمله به زن و بچه، تروریسم، اینا باید حذف بشه. Gegen Kinder und Frauen, Terrorismus, all diese Sachen, wir sind gegen diese Phänomene. به نظر شما اگر امروز در فلسطین یک رفراندوم آزاد بشه، راجع به تعیین نوع حکومت، kommen würde über die Art der Regierung. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ Was würde da passieren? ما همونو میگیم. Das wollen wir, das sagen wir gerade. Lassen Sie uns über Iran sprechen und die Frage des Atomprogramms, die die ganze Welt heute interessiert. Dieses Problem ließe sich lösen, wenn die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde endlich in Iran den Zugang bekommen würden, den sie verlangen. Restlose Offenlegung, Besuch aller Einrichtungen, keine Spiele mehr mit Terminen. Haben Sie vor, diesen Zugang nun zu geben? Die meisten Zugänge hat die IAEO in Iran. بیشترین همکاری رو ما داشتیم. Zusammenarbeit haben wir mit dieser Agentur gehabt. اسناد اینو نشون میده. Die Dokumente beweisen das. منتها دو سه تا مشکل هست. Aber es gibt zwei, drei Probleme. اول اینکه آژانس مستقل عمل نمیکنه. Erstens, die IAEO arbeitet nicht selbstständig. تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ. Ist beeinflusst von Großmächten.
من از شما سوال میکنم اگر ما هم صاحب حق ویتو بودیم در شورای امنیت آژانس با ما هم طور برخورد میکرد würde die IAEO genauso gegen uns vorgehen یا اگر یکی از کشورهای بلوک آمریکا بودیم wenn wir ein zu den ländern gehörten die im amerikanischen block sagen wir mal stehen آژانس همینطوری برخورد میکرد würde die IAEO auch weiter so mit uns vorgehen Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist das Verfahren, die Verfahrensweise bei der IAEO. Die IAEO sagt uns, wir müssen nachweisen, dass wir clean sind, dass wir korrekt sind. Genau. Wie kann man das beweisen? چطور میتونی اثبات کنی مریض نیستی؟ Wie kann man beweisen, dass man nicht krank ist? مریض بودن رو میشه ثابت کرد. Krankheit kann man beweisen. مریض نبودن رو نمیشه ثابت کرد. Alle Türen öffnet. میگن که ولی خب اگر آدم همه درها رو باز بکنه این امکان پذیره این شفافیت سازی. آیا آلمان اجازه میده که دفتر بازرسی قرار بگیره؟ Würde Deutschland erlauben, dass das Büro von Frau Bundeskanzlerin von Inspektoren zum Beispiel Deutschland hat noch nie einen Zugang verwehrt, ja, den die Inspektoren haben wollten. Alman hergez jeloy hich kun dastrisi ro negerefte. Yani ejaze mide ke ajans kharej az qanun amal kone. Das heißt Deutschland erlaubt der IAEO außerhalb der Gesetze zu handeln? Ajans ham qanun dare. Das heißt bei der IAEO gibt es auch Regelungen und es gibt einen Vertrag mit uns. Nemitune istiqlal ma ro makhdush kone. Und unsere Selbstständigkeit kann die IAEO dadurch nicht verletzen. تجربه نشون داده که اطلاعات سری ما در اختیار دشمنان ما قرار میگیره. Informationen unseren Feinden zur Verfügung gestellt werden. ما همکاری کردیم اسامی دانشمندانمون رو دادیم به آژانس. Unsere Atomwissenschaftler der IAEO gegeben. منتشر کرد. Und die haben das veröffentlicht. دانشمندان ما توسط صهیونیست ها ترور شدند. Unsere Wissenschaftler sind durch Zionisten terrorisiert worden. Die sind umgebracht worden. Wer muss jetzt, wer trägt jetzt die Verantwortung dafür? آیا دولت آلمان از حقوق دانشمندان هسته‌ای ما دفاع میکنه؟ Verteidigt die Bundesregierung in Deutschland die Rechte unserer Atomwissenschaftler? آژانس یه قانون داره. Es gibt Vorschriften, klare Vorschriften طبق bei der IAEO. Nach diesen Vorschriften werden wir die maximale Zusammenarbeit machen mit der IAEO. اما اونا بیش از اون میخوان. Aber die wollen mehr. تمام اطلاعات دفاعی ما رو به دشمنان ما دادن. Informationen haben sie an unsere Feinde weitergeleitet. ما تنها کشوری هستیم که اطلاعات هسته‌ای ما در تمام رسانه‌های دنیا منتشر شده. Wir sind das einzige Land, dessen nuklearen Informationen und Daten überall in der Welt verbreitet worden. و این خلاف آشکار از قوانین آژانس. Und das steht im klaren Gegensatz zu den Regelungen der IAEO. ما متأسفیم که آژانس تحت تأثیر فشار سیاسی عمل می‌کنه. Unter dem Einfluss des politischen Drucks handelt. بذارید من جمله آخر رو به شما. Lassen Sie mich einen letzten Satz sprechen. ما بمب اتم قبول نداریم. Wir sind gegen die Atombombe. هرگز نمی‌سازیم. Niemals, wir würden niemals eine Atombombe bauen. اما اگه بخوام بسازیم از کسی نمی‌ترسیم. Aber wenn wir bauen wollen, dann haben wir keine Angst vor jemandem. اعلام می‌کنیم. Wir würden es ganz klar und deutlich erklären, dass wir sowas tun. تو تاریخ لحظه سراغ دارید که ملت ایران از کسی قدرتی ترسیده باشه؟ Kennen Sie in unserer Geschichte irgendeinen Zeitpunkt, wo das iranische Volk Angst vor jemandem hatte? احمدی نژاد اگر بخواد بمب بسازه اعلام میکنه. Wenn Ahmadi Nejad eine Bombe bauen möchte oder will, wird das bekannt geben. از کسی هم نمیترسه. Und wird auch keine Angst vor jemandem haben. وقتی میگیم نمیسازیم نمیسازیم. Und wenn wir sagen, wir bauen keine Bombe, bauen wir keine Bombe. ما میخوام قانون رعایت بشه. Wir wollen, dass das Gesetz eingehalten und respektiert wird. عدالت اجرا بشه. Gerechtigkeit با همه یکسان برخورد بشه. Dass alle die gleichen Rechte vor dem Gesetz haben. نمیشه چند نفر بشینن برای ما قانون خاص بنویسن. Dass gewisse Länder für uns ein Sondergesetz definieren. Das geht nicht. So kann man die Welt nicht in Ordnung bringen. این مال دوره جنگ دوم. Das ist die Zeit, das gehört zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs. نشستن دنیا رو تو خودشون تقسیم کردن. Man hat so, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt eingeteilt hat. الان دوره عوض شده. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Herr Präsident, die Welt schaut auf dieses Interview. Dunya bein guftegu dare alan gush mikone. Angesichts der gegenwärtigen Spannungen wird gefragt werden, gibt es ein Zugeständnis von Präsident Ahmadinejad heute? Nach allem, was ich jetzt gehört habe, gibt es das nicht?
Wir waren immer dafür, die Spannungen zu reduzieren oder zu beseitigen. Die Wurzeln der Spannungen, die muss man finden. Welche Wurzeln haben diese Spannungen? Das ist Ungerechtigkeit, das ist Diskriminierung. Das sind die wahren Gründe für diese Spannungen. Dass einige Länder zusammen sich zusammensetzen.